Friedrich Nietzsche hatte mal geschrieben, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum und nie galt das mehr als heute in diesem abgefuckten Zeitalter der herrschenden Dümmlinge und monetaristischer Huren, wohin das Auge reicht. Musik ist dafür da, um Menschen wie mich vor dem Wahnsinn abzuhalten. Die meisten meiner Videos, insbesondere in letzter Zeit, hatten oft mit recht ernsten Themen zu tun. Ich bin halt so ein ernster Typ, ne? Doch Kalion ist keine klassische Fantasy-Geschichte, die mit der altmodischen Polarität aus Gut und Böse gut auskommt. Es ist eben eine Welt, die viel Subtext mitbringt und sich aus unzähligen Geschichtsbüchern nährt. Und unsere Menschheitsgeschichte hält nur wenig von Gerechtigkeit, ganz egal wie selbstherrlich, arrogant und rechthaberisch wir uns da aufblustern mögen. Subtext, das ist etwas, was ich in den Werken meiner Fantasy-Kollegen oft vermisse. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, wie viele von euch jemals etwas mit der Werbeindustrie zu tun hatten. Doch auch in der kleinsten Klitsche gilt, dass man gleich mal 120 Euro in Rechnung stellt, wenn der Senior Motherfucker sich kurz an den Eiern kratzt. Mit anderen Worten, das ist eine Industrie, wo jeder innerhalb der Wertschöpfungskette ganz große Rechnungen stellt. Das ist eine Branche, die vollkommen schambefreit ist. Doch heute sollten wir eigentlich schon klüger sein. Ich finde es immer auf eine befremdliche Art und Weise beleidigend, wenn Leute im Internet all ihren esokitschigen und abergläubischen Unsinn hinausposaunen und dafür Smartphones, Tablets und Laptops benutzen, die vollgepackt mit Quantenmechanik und Relativitätstheorie sind und in einem krassen Widerspruch zu der wissenschaftsfeindlichen Meute stehen, die sie benutzt. Dies ist der finstere Unterbauch der postmodernen Gedankenwelt. Und mit dieser starren, dümmlichen Weltsicht wollt ihr zu den Sternen wirklich? Ja klar, Elon Musk wird es schon richten. Nein, es wird keine Zukunft mit dem Monetarismus geben. Wer glaubt, dass wir in 400 Jahren hippe Weltraumfahrer sein werden, die in der Nähe von Saturn und Neptun Stationen bauen, während daheim auf der Erde des Jahres 2500 die Banker mit Derivaten und Hedgefonds das Bruttosozialprodukt vergrößern und vollkommen deregulierte Telekommunikationsunternehmen um die Weltherrschaft kämpfen, muss vollkommen irre sein. Wir müssen da auch nicht so gescheit tun in unserer Zeit, so als stünden wir ganz über diesen Dingen. Schaut euch nur an, welche horrende und abscheuliche Rolle heutzutage die sogenannten Gaffer bei Autounfällen spielen. Glaubt ihr, diese Leute hätten sich vor 500 Jahren angewidert abgewendet, wenn alle paar Monate auf dem Stadtplatz eine schreiende Frau lebendig verbrannt wird? Nein, sie hätten ihre scheiß Handys genommen und schnell mal für Facebook ein kleines Video gemacht. Dieses Erlebnis hätte sie nur angestachelt und ihre Fantasie angeheizt. Sie wären süchtig gewesen nach mehr Gewalt und hätten damit indirekt dazu beigetragen, dass es auch mehr Gewalt gibt. Und das ist für mich der eigentliche Kritikpunkt an Valerian. Der Film macht unsere Zukunft zu einem Aufenthalt in einem riesigen Einkaufscenter mit abschließendem Abstecher im 1-Euro-Laden. Ist es aber nicht außerordentlich faszinierend, dass der hauseigene Filmkritiker der Taz, Deutschlands führender linker Zeitung, das nicht sieht? Dass er sich wie ein braves, williges Konsumschweinchen an all dem Glitter ergötzt und sich daran erfreut, dass Ken und Barbie solche Abenteuer erleben? Lass das mal auf dich wirken. Wenn der Filmkritiker der Taz eine geldverliebte, konsumverherrlichende Orgie nicht identifizieren kann, weil das ein Thema ist, das ihm vollkommen am Arsch vorbeigeht, dann weiß man, dass der neoliberale Rechtsdruck in der deutschen Gesellschaft, über den in letzter Zeit mit angehaltenem Atem immer häufiger berichtet wird, eine schleichende Realität ist. Und ausgerechnet Dietmar Dart von der FAZ war der Einzige, dem diese obszöne Anbiederung an den Turbokapitalismus überhaupt aufgefallen ist. Ist das nicht eine Welt, die komplett auf dem Kopf steht? Und dieser Mechanismus ist in der Medienlandschaft nicht unbekannt. In der Welt der reißerischen Aufmacherpresse ist das ein sehr vertrauter Hebel. Die Leute bei der Bild-Zeitung, die verstehen den Unterschied zwischen Wasser und Kerosin sehr gut. Sie wissen, welche der beiden Flüssigkeiten man ins Feuer gießen muss, damit plötzlich Wutbürger auf die Straße rennen und irgendeinem gänzlich künstlichen Phänomen hinterherschreien. Und wenn das der Fall wäre, wie werden Menschen in 800 Jahren auf uns blicken? Werden sie sich ebenfalls in einem Fachdiskurs darüber befinden, ob wir ideologisch verblendete Monster waren, die für ein paar Münzen ihre Großmutter verkauft hätten, oder ob wir doch eher aufgeklärte Humanisten waren, die all die Ungerechtigkeiten dieser Welt verurteilten, aber es irgendwie versäumt haben, dagegen etwas zu unternehmen?
Wir leben in einer Zeit, in der man uns oft und gerne erzählt, es ginge uns allen doch sehr gut. Es ist die extrem verdächtige Ära der schwarzen Null. Aber wir wissen auch, dass die meisten Menschen auf den Zehenspitzen leben. Der Alltag ist für sie meistens bewältigbar, doch dies verlangt extrem viel Mühe. Es frisst den überwiegenden Anteil unseres persönlichen Zeitkontos auf. So gibt es einen natürlichen Bedarf nach Ausgleich. Die Menschen brauchen Gegenprogramme in ihren Köpfen, um nicht wahnsinnig zu werden. Und viele Menschen genießen es, sich in alternative Welten zu begeben. Diese Welten müssten nicht unbedingt utopisch und voller süßlicher Wonnen sein. Oft ist es genau das Gegenteil, was den Geist reizt. Es fällt doch auf, dass gegenwärtig die populärste Variante einer solchen Parallelwelt aus einer apokalyptischen Müllhalde besteht, wo der überwiegende Teil der Menschheit sich in untote Kreaturen verwandelt hatte, die blutrünstig durch die Straßen taumeln und dabei seltsame Geräusche machen. Das kommt an. Und niemand möchte wirklich in einer Endzeit leben, umgeben von Zombies. Doch am Ende eines mittelmäßigen oder gar beschissenen Tages mutet es plötzlich wie eine echte Alternative an. Solche Widersprüche gehören zum Menschen. Georg Grodek hatte dies schon vor 120 Jahren hinreichend beschrieben. Das Es in uns verlangt nicht nach Geborgenheit. Geborgenheit kriegen wir schließlich frei Haus vom Vaterstaat. Als Gegenleistung dafür, dass wir nicht am Käfig rütteln. Oder gewaltbereit im schwarzen Block stehen. Doch das Es verlangt nach Leinwänden voller Schmerzen und Angst, nach Ungerechtigkeit, nach Unterwerfung, nach Empörung, nach Aufbruch, nach Zorn, nach Triumph. Wir sind eine etwas hochnäsige Zivilisation geworden. Wir verlangen nun, dass die Künstler richtige Lichtgestalten der höheren Moral sind. Das ist eben das neue Zeitalter der politischen Korrektheit. Doch es spielt natürlich keine Rolle, ob wir es einfordern oder nicht. Am Ende wird unser infantiles Weltbild immer zusammenkrachen und die Wirklichkeit wird enthüllt werden. Die Wahrheit darüber, dass unzählige Künstler bei der Scientology sind, dass unzählige Künstler Vergewaltiger sind, dass unzählige Künstler Lügner sind, Rassisten, Antisemiten, Menschen mit Psychosen, Choleriker, Fetischisten, abergläubische Spinner, Esoteriker oder zumindest unzuverlässige Junkies oder Alkoholiker. Wir wollen stets, dass sie exzentrisch sind, outside the box denken, aber nur in jenen Spielräumen, die wir für sie vorgesehen haben. Nun, diese Denkweise wird nie funktionieren. Sie ist immer zum Scheitern verurteilt. Man kann entweder eine langweilige, normalisierte Kultur haben oder eine aufregende Kultur, an deren Rändern Wahnsinn und Verbrechen herrschen. Es geht um die Mechanismen, die uns umgeben, weil wir eine Kultur sind, die zwar einen Large Hadron Collider bauen kann, jedoch unfähig ist, den eigenen Untergang abzuwenden, indem sie aufhört, auf die metareligiöse Omnipotenz des Monetarismus zu glauben. Ich möchte das mal wiederholen, damit sich das wirklich setzt. Wir sind eine Kultur, die zwar Quantenphysik betreibt, doch aus rätselhaften Gründen sind wir nicht imstande, unseren selbstzerstörerischen Glauben an die Allheilkraft des Geldes zu überwinden. Somit, auch um diese Themen geht es in Kallion. Und ich nenne es Fantasy. Ich glaube, das war ein Fehler. Habt ihr jemals in einen verschimmelten Mondkuchen gebissen? Das ist das Gesicht, das manche Leute zu unterdrücken versuchen, nachdem sie mich gefragt haben, und was schreibst du da so? Und ich sage, Fantasy. Yep.